Und herzlich willkommen zu einer neuen Runde mit In Verbus Virtus und Fresh Flix, das bin ich, guten Tag und hallo. Ich habe mich jetzt mal hier wieder weiter in der Höhle umgeguckt, um irgendwas zu finden. Es war kein Bug, nein, ich habe irgendwas nicht gefunden. Das war's. Gucken wir jetzt mal weiter, ich bin jetzt gerade hier hinten aus der Richtung gekommen, da habe ich meinen ersten Zaubersprach, Lumetial bekommen. Und ich würde mal sagen, und hier ging es noch weiter und ich habe das nicht gesehen. Das ist schrecklich. Wow, jetzt. Was ist denn hier los? Jetzt ruckelt es aber ein bisschen. Warum das? Oh mein Gott. So, und wo sind wir hier? Wir sind hier. Alter, was ist denn hier los? Sollte eigentlich nicht ruckeln. Und wir sind hier in einer neuen, wunderschönen Höhle. Wow. Und hier bekommen wir hoffentlich das nächste raus. Wir müssen scheinbar da unten hin. Und da sind Steine, die führen uns weiter. Okay, gut. Da hätten wir mal eher hier hinschauen müssen als auf der anderen Seite. Gut, und komm, runter, runter. Vielleicht könnte ich ja direkt dahin springen. Ah, nein, lassen wir es gut sein. Wir wollen unser Glück nicht strapazieren. Uah. Was ist das jetzt hier? Ah. Das passiert immer wieder aufs Neue. Und zack. Ah. Und hier haben wir unseren nächsten Zauberspruch. Yay! Der Lichtstrahl, wenn das Licht erscheint, kann die Dunkelheit dies fühlen. Und völlig im Gegensatz zu dem, was du vielleicht glaubst, sie flieht nicht. Die Dunkelheit, sie sucht eher das Licht. Wenn der blendende Spross aus deinen Händen fließt, hörst du dann nicht, dass sich jemand nähert? Werden deine Schultern nicht plötzlich ganz schwer, so als ob etwas auf dir ruht? Die Dunkelheit hat keine Angst. Okay, Ecto Lume. Ecto Lume. Tighter Shit. Gut, müssen wir jetzt hier wieder zurück. Ecto Lume. Was machen wir jetzt mit unserem Lichtstrahl? Ah, was ist das? Ja. Guck mal da. Okay. Jetzt müssen wir die so lange anwenden, bis sie uns helfen, die Steinchen. Gab es hier noch irgendwo was? Nein. Doch, da müsste noch irgendwo ein Stein geben. Ja, wo ist er denn? Hallo Steinchen, wo bist du? Steinlein. Ah, da oben. Ecto Lume. Klappt ja wie am Schnürchen. Und Rätsel. Yay. Yay. Lumetial. Ecto Lume. Ecto Lume. Kann ich die damit töten? Yeah. Wow. Wo bin... Ecto Lume. Oh Gott. Wo bin ich denn hier gelandet? Sieht aus wie eine Falle. Ich muss immer mal ein bisschen gucken. Das Kabel flutscht sonst raus. Das wollen wir ja nicht. So, inspizieren wir erstmal diesen Room. Mhm. Very interesting. A goat. Ich will da nicht lang gehen. Was ist das für ein Geräusch? Ah, da. Ecto Lume! Nee.
Ectolume. Ectolume. Ectolume? Ah, da. Stirbt. Ja. Ich habe sie getötet. Gut. Oh, was sind das? Lumetial. Ein hübsches kleines Fensterchen. Okay, gut. Wie kommen wir jetzt hier rüber? Da sind eine Menge Steine. Aha. Ectolume. Viel Grün. Muss man mal so sagen. Muss ich überhaupt hier hin schon? Ich weiß nicht, das Spiel lässt mich ja gerne mal irgendwo hinrennen, wo ich gar nicht lang muss. Ectolume. 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 Ja, stirbt ihr dreckigen Schweinehunde. Okay, wir lassen hier viel Licht fallen. Lumetial. Da sind Steine, aber ich will nicht runter. Muss ich dann da runter? Ich glaube nämlich nicht. Gut, das erste Rätsel und wir hängen fest. Und jetzt wird Wirteldappen noch ein bisschen am Arsch. Zeig mir dieses Lumetial. Hier zeigt mir aber auch niemand irgendwas, wo ich lang muss, oder? Ectolumen. Okay. Ich bin jetzt doch leicht verpeilt. Muss ich hier überhaupt hin? Hehehe. Out of the bounds. Ich brauche mal hier einen Überblick. Was kann man denn machen? Ectolumen. Ich kann auch nichts anleuchten oder so. Das erste Rätsel scheint schon ein schwieriges Unterfangen zu sein. Ich habe bestimmt hier irgendwas vergessen, ey. Lumetial? Das funktioniert ja super. Was ist das hier? Ey, ich hab grad null Plan, gell? Wir kommen auch gar nicht wieder zurück, oder? So, in die erste Höhle. Wow! Wow! Lumetial! Nein, Ectolumen! Verpissert euch! Vielleicht kann ich da noch gar nicht lang, wisst ihr? Hui, hui, hui. Was ist denn das hier? Tagebuch wurde aktualisiert. Was habe ich jetzt schon? Ein Lichtstrahl. Ah. Komm ich gleich wieder ganz zurück. Ah. Oh. Hey. Ectolumen. Aha. Die Sprungtaste funktioniert nicht. Ey, ich versuche jetzt einfach mal wieder in den ersten Raum zu kommen. Ich glaube, da können wir noch gar nichts machen, oder? Es sah aus wie ein schönes Rätsel, aber ich denke mal, da fehlt uns noch der ein oder andere Zauberspruch. Aha! Aha! Ey! Ich bringe mich jetzt selbst um.
Komm schon, bring mich hoch. Ja, geht doch. Yeah. Jetzt bitte einmal nach oben. Ich glaube, das hauen wir noch in dieser Folge raus. Und dann gucken wir mal, ob wir weiterkommen oder nicht. Yeah. Kontrollpunkt gespeichert. Ah. Ich finde es ein bisschen verwirrend, dass wir hier so, ich sag mal, diese offene Welt haben, die uns zwar suggeriert, wir können überall hingehen, aber es bringt uns ja nicht weiter. Können wir hier noch lang gehen? Nee. Gut, dann gucken wir. Oh. Lumetial. 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 Geht doch. Was soll denn das? Bam, 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 bam. Lecto Lume? Ne, wie heißt es nochmal? Ecto Lume? The Light Strahl of Darkness. Lumetial. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Da. Diese Mistviecher nerven sowas von. Ectolume. Was gibt es mir? Das gibt Health. Yay. Leben. Ich will doch nur leben. Kontrollpunkt gespeichert. Und runter. Ah, vielleicht komme ich jetzt endlich weiter. Ich hoffe es doch mal. Ecto. Ne, komm. Ecto Lume. Da. Endlich komme ich weiter. Ach, ist das ein tolles Gefühl. Lumetial. Lumetial. So, schön. Och nein. Och nein. Das sieht aus wie diese Tür, die wir gerade eben gesehen haben. Aber die ist zu, deswegen gehe ich jetzt einfach mal hier lang. Wahrscheinlich kriege ich die noch nicht auf. Und Kontrollpunkt gespeichert. Ja, super. Oh, diese Folge scheint es ja richtig zu laufen. Leutchens. Zwergenmine. Skyrim-mäßig hier. Zeichen der Herrschaft. Lumetial. Lumetial. Ich wusste gar nicht, dass es ein Rätselspiel ist. Ecto Lume. Ecto Lume. Okay. Muhaha, zerstören. Ecto Lume. Kann ich das mit meinem super coolen Lichtstrahl zerstören? Nee, kann ich nicht. Okay. Und ich stuck again, oder was?
Ektolume. Lumetial. Ich habe keinen Bock, wieder was zu übersehen hier. Was ist denn das überhaupt? Eine Lampe. Eine hübsche Lampe. Die macht den Raum erst so richtig kuschelig. Ja, das Zeichen der Herrschaft. Aber was herrsche ich denn? Kann ich da vielleicht hochklettern? Lumetial? Ektolume. Ah, oh, verdammt. I'm sorry. So, Ektolume. Ektolume. Kann ich vielleicht irgendwas anstrahlen, bitte? Lumetial. 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 Vor allem, ich weiß nicht, was hier irgendwie zur Umgebung gehört oder was ich anstrahlen soll. Jetzt ein bisschen tricky hier. Oder muss ich wieder in den anderen Raum zurück? Ey, das ist irgendwie schon ein bisschen doof, dass die mir so... Kontrollpunkt? Warte mal kurz. Ektolume. Ektolume. Vielleicht. Ich dachte mir, vielleicht das Ding hier. Hey, jetzt ist sie wieder an. Gut. Lumetial. Okay, wir hängen wieder hier fest, denke ich mal. Gibt's auch irgendwie keine anderen Wege? Oh Mann, ey, das geht jetzt schon wieder auf den Sack, ey. Ich meine, ich habe ja kein Problem mit Rätseln, aber es kotzt mich an, wenn ich noch nicht mal Hinweise bekomme, wie da musst du jetzt lang. Flix. Ektolume. Flix, geh da jetzt lang, weil da musst du hin. Oder Flix, es wäre ratsam, in diesen kleinen Raum zu gehen. Statt, ja, hier, mach was du willst. Lumetial. Gibt's hier irgendwas in diesen dreckigen... Nee. Das Zeichen der Herrschaft. Guck mal, der guckt doch dahin. Lumetial. Nee, Ektolume. Ich habe leider nicht die geringste Ahnung. Passiert da irgendwas? Nee, oder? Nee, sieht nur hübsch aus. Oh. Das nervt schon ein bisschen. Ich weiß nicht, bin ich einfach doof oder so? Egal, wir haben jetzt genug aufgenommen.
das reicht jetzt erstmal für die eine Folge. Es hat ja eh gecheckpointet. Also, ich hoffe doch mal, wir kommen vielleicht in der nächsten Folge voran. Ich habe ja eigentlich schon wieder so richtig Lust auf dieses Spiel. Warum suche ich mir auch immer nur diese komischen Sachen aus? Aber gut, vielleicht kommen wir ja in der nächsten Folge ein bisschen weiter. Ich werde mich mal umgucken. Vielleicht finde ich ja noch irgendwas hier. Seht ihr einen schönen Boden? Ich werde wahrscheinlich nochmal die ganzen Scheißräume absuchen müssen und dann darf ich wahrscheinlich wieder in diesen anderen Raum über diese Steine. Ach Gott, ich könnte heulen, ey. Ich könnte heulen. Aber ich mach's nicht, weil ich ja männlich bin. Nein. Nur Spaß. Ektolume. Warte mal. Nee. Nee, ist nix. Nur schlecht. Gut. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Machen wir mal hier ein Päuschen. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Inverbus Virtus oder vielleicht bei einem besseren Spiel. Leute, haut rein. Euer Fresh Flix. Ciao.